Sie wissen nicht, wofür Sie das Geld brauchen. Sie wissen nicht, wann Sie das Geld brauchen. Und trotzdem wollen Sie von uns eine Blankozusage über 200 Milliarden. Im Bundeshaushalt klafft ein Milliardenloch. Die Ampelkoalition muss nun die Frage beantworten, wie entscheidende Projekte finanziert werden sollen. Ursache für dieses Dilemma ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das kürzlich die Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärte. Diese waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, sollten nun aber für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Außerdem wackelt nun auch ein weiterer Schattenhaushalt der Ampel. Es geht um die 200 Milliarden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, von Kanzler Scholz ganz stolz als Doppelwumms bezeichnet. Dass auch dieser höchst fragwürdig ist, davor warnte bereits im Oktober 2022 der CDU-Haushaltspolitiker Matthias Middelberg im Bundestag. Heute steht einfach zur Entscheidung, dass Sie von uns einen Geldsack haben wollen, gefüllt mit 200 Milliarden Euro. Und den wollen Sie sich dann in den Keller Ihrer Regierung stellen. Und dann wollen Sie überlegen, was Sie mit dem Geld anfangen. Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wahrheit. Sie wissen nicht, wofür Sie das Geld brauchen. Sie wissen nicht, wann Sie das Geld brauchen. Und trotzdem wollen Sie von uns eine Blankozusage über 200 Milliarden. Das kann man doch gar nicht, das kann man gar nicht gutheißen. Das ist unmöglich. Ihre Finanzierungsmethode ist maximal unsolide. Und das hat Ihnen auch der Bundesrechnungshof in dieser Woche vorgehalten, der Ihnen erklärt hat, dass es verfassungsrechtlich ausgesprochen fragwürdig ist, was Sie machen. Sie wollen sich jetzt 200 Milliarden Euro in den Keller legen, wollen alle diese Kredite auf dieses Jahr rechnen, damit dann Ihr Finanzminister, der ja versprochen hat, dass er die Schuldenbremse im nächsten Jahr einhält, damit der dann sagen kann, weil er jetzt die Taschen voller Geld hat, damit der dann künstlich sagen kann, im nächsten Jahr, ich halte die Schuldenbremse ein. Während Middelberg seine Bedenken im Bundestag vortrug, quittierten Mitglieder der Ampelparteien seinen Redebeitrag mit Gelächter und Zwischenrufen.